jedermann kennt Schwanensee, egal ob Ballettliebhaber oder nicht. Man hat zumindest schon einmal davon gehört. The music of Swan Lake has this very, very touching quality. Die Musik von Schwanensee ist unglaublich berührend, schauspielerisch, dramatisch und emotional. Damit identifizieren sich, denke ich, viele sehr stark. Das ist der Grund, weshalb jeder auf dieses Werk zurückkommt, warum Choreografen immer noch davon inspiriert sind und warum das Publikum sich davon mitreißen lässt. Schwanensee ist so beliebt, weil es ist was Spezielles. Das zu erleben und das dafür zu arbeiten, jeder spürt diese Wichtigkeit in dieser Rolle. Schwanensee ist sehr wichtig für eine Ballettkompanie, für eine klassische Ballettkompanie. Egal, ob ihr euch direkt auf eine Vorstellung vorbereiten oder nur mehr über Ballett erfahren wollt, dieser Podcast dreht sich ganz um Schwanensee. Aber worum geht es in dem Ballett wirklich? Wo fing alles an? Und was hat es mit dem Mythos dieses Klassikers auf sich? Mein Name ist Marie Schürmann und dies ist die Podcast-Miniserie Schwanensee. Hinter der Choreografie von Schwanensee verbergen sich zwei der größten Genies der Ballettgeschichte, Marius Petipas und Lev Ivanov. Dank ihnen gibt es die Version von Schwanensee, auf die sich heute fast jeder Choreograf beruft. Marius Petipas gilt dabei als Vater des klassischen Balletts und hat Russland Ende des 19. Jahrhunderts zur tonangebenden Nation im Ballett gemacht, weil er dort seine kreativste Schaffenszeit verbrachte. Dass das russische Ballettrepertoire so breit aufgestellt ist, ist ebenfalls ihm zu verdanken. Nun ist Petipas natürlich kein russischer, sondern ein französischer Name, denn er wurde 1818 in Frankreich als Sohn von Victorine Grasso, einer Schauspielerin, und Jean Petipas, seines Zeichens selbst berühmter Ballettmeister und Choreograf, geboren. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass der kleine Marius ebenfalls eine Ballettkarriere einschlug. Zum Beispiel war er vor seiner Schaffenszeit in Russland erst einmal erster Solist in Nantes, zudem unternahm er Tourneen in die USA und tanzte auch am Teatro Real in Madrid. Spanien musste er allerdings fluchtartig verlassen, als seine Affäre mit der Frau eines Marquis publik wurde. 1847 lud Gedeonov, der Direktor des St. Petersburger Balletts, Petipas nach Russland ein und bot ihm eine Stelle als Premier Danseur an. Da dies mit einer Gage von 10.000 Franken einherging, zögerte Petipas natürlich nicht lange und willigte ein. Ein paar Jahre später, 1862, hatte er in Russland seinen Durchbruch als Choreograf mit La Fille du Pharaon. Daraufhin wurde Petipas zum Choreografen ernannt und schuf Werke wie Don Quixote oder La Bayadère. Später nahm er den Posten eines Ballettmeisters am St. Petersburger Ballett an und seine erfolgreichste Schaffensperiode in St. Petersburg begann. In dieser Zeit entstanden einige seiner bekanntesten Ballette, Dornröschen, Der Nussknacker und natürlich Schwanensee. Diese drei Ballette ergaben sich in der Zusammenarbeit mit Peter Tschaikowski und es stellte sich heraus, dass gerade diese Teamarbeit die erfolgreichsten Ballette der damaligen Zeit hervorbrachten. Die Ballettthemen, die Petipas hauptsächlich behandelte, waren Legenden, Märchen oder Traumwelten, wie an Schwanensee gut zu erkennen ist. Petipas werden überdies einige choreografische Neuerungen zugeschrieben. Den Grand Pas des Deux, sprich ein tänzerisches Duett der beiden Solisten, hat er als Höhepunkt seiner Werke etabliert und gerade dort können die Solisten ihre technischen Skills zeigen. Ein Grand Pas des Deux, zur Erklärung, folgt der festgelegten formalen Abfolge eines Entrées, eines langsamen Teils,
Variation der jeweiligen Solisten und einer abschließenden Coda. Allerdings hat er auch ganz viele ausgeklügelte Choreografien für das Corps de Ballet, die Ballettgruppe, geschaffen und hat das Corps mit seinen Choreografien vermehrt in den Vordergrund gerückt. Petipas Höhenflug musste natürlich irgendwann enden. 1901 wechselte ein neuer Direktor an das Kaiserliche Ballett in St. Petersburg, Wladimir Teljakowski. Dieser wollte Petipa loswerden, weil er ihn für altmodisch hielt und Teljakowski sollte Recht behalten. Nur wenige Jahre später hatte das klassische Ballett seinen Höhepunkt überschritten. Neue Formen und neue Choreografien wurden gesucht und fanden immer mehr Anklang. Dies sah man auch 1903 anhand der Rezeption von Petipas letztem Ballett, dem Magischen Spiegel. Es wurde ein absoluter Flop. Allerdings sah Petipa die Fehler nicht bei sich und seinem Choreografiestil, der in der Tat schon als überholt galt, sondern stritt alles ab und schob die Schuld auf andere. Trotzdem, ein Jahr später, mit immerhin 85 Jahren, musste er in den Ruhestand gehen. 1910 starb Marius Petipa, das Genie, das die Ballettwelt mit seinen Meisterwerken um einiges reicher gemacht hat. Marius Petipas Erfolg in St. Petersburg hätte aber nie stattfinden können, hätte es da nicht einen anderen Mann gegeben, Lev Ivanov. Er lebte von 1834 bis 1901. Ivanov war Russe und hinter Petipa zweiter Ballettmeister am St. Petersburger Ballett. Und er war an vielen seiner Choreografien und Balletten beteiligt. Trotz dieser großartigen Arbeit wurde er nur als choreografische Hilfe bezeichnet, was seinem Genie jedoch in keinster Weise gerecht wird. Als Petipa während der Arbeit am Nussknacker erkrankte, übernahm Lev Ivanov den Schneeflockenwalzer und den Grand Pas de Deux, auch wenn er dabei sehr durch die Vorgaben Petipas eingeschränkt war. Und natürlich choreografierte Lev Ivanov die berühmten Akte 2 und 4 von Schwanensee. Nicht zuletzt deshalb ist das Ballett auch so besonders. Das Thema der Dualität zieht sich durch das ganze Werk und zeigt sich eben auch schon in der Arbeitsweise der beiden Choreografen. Marius Petipa kümmerte sich um die sogenannten bunten Akte, die am Hofe spielen. Lev Ivanov hingegen um die weißen Akte, die uns in die Welt der Schwäne führen. In diesen berühmten Ivanov-Akten, die auch sehr zur Mythenbildung von Schwanensee beigetragen haben, kommt beispielsweise die Szene der vier kleinen Schwäne vor. Die Musik und die vier kleinen Schwäne selbst sind jedem, dem langjährigen Ballettfan genauso wie dem Laien, sehr gut bekannt. Von Ballettaufführungen der kleinen Geschwister zu Ballettgalas bis hin in die Popkultur. Die vier kleinen Schwäne sind vielen Inbegriff für die Kunstform Ballett. Choreografisch genauso wichtig und ein Schlüsselmoment in Schwanensee ist das erste Zusammentreffen zwischen Odette und Siegfried. Judith Turos, eine unserer Ballettmeisterinnen hier beim Bayerischen Staatsballett, erklärt diesen Moment wie folgt. Odette tanzt mit dem Prinz, das ist das Höhepunkt des Stückes, weil da treffen sie sich, der Purismus, dieser weiße Schwan, Purismus mit dem wahre Liebe eines Menschen, die so sensibel ist, Prinz, gesehen Prinz, der niemand lieben kann. Er nimmt, fühlt er sich so gut, als diese schönen Geschöpfe anzuschauen. Und da fängt an, in zweiten Akten dieser Pas de Deux, fängt an eine Konversation zwischen Schwan und Prinz. Und jeder Schritt hat ein Wort. Bleib bei mir. Wohin gehst du? Du bist so schön. Gib mir deine Hand. Nein, ich traue mich nicht. Und solche Sachen. Ne? Das ist eine Konversation. Von Anfang bis zu Ende. Und dadurch ist für mich persönlich und auch, glaube ich, für die meisten Kenner und können sie gar nicht erklären, warum, aber das berührt, wenn gut getanzt ist, der berührt so tief und versteht man so gut, was da passiert in dieser Situation, dass man kann gar nicht an was anderes denken.
Etwas später im Weißen Akt folgt ein anderer wichtiger Moment zwischen Siegfried und Odette, der ihre Liebe zum Ausdruck bringt. Beginnend mit einer arpeggioartigen Melodie und einer Kadenz der Harfe, sinkt Odette zum Boden, ihren Kopf auf ihr Bein ruhend. Die Arme sind schwanenähnlich nach vorne gelegt. Dann folgt ein Solopart der ersten Violine und Siegfried beginnt, Odette zu entfalten, bis sie wieder auf voller Spitze steht. In diesem Pas de Deux verschmelzen die langen Legato-Phrasen der Geige mit Odettes Schritten. Musik und Choreografie drücken in ihrer Symbiose das Gefühl der Liebe aus. Und der Pas de Deux endet in einer gestützten Arabesque. Die Arabesque steht übrigens in der Choreografie symbolisch für die Figur der Odette. Immer wieder ist es diese Pose, die in ihren Pas de Deux oder Soli auftaucht. Eine langgestreckte Form, die so perfekt wie keine andere ihr Dasein als Schwan darstellt und die so perfekt wie keine andere zu den langen Legato-Phrasen der Geige aus dem eben erwähnten Pas de Deux passt. Im argen Kontrast dazu stehen die berühmten Fouettés des schwarzen Schwans Odile, die das Feuer und die Leidenschaft ihres Charakters zum Ausdruck bringen. In den 32 schnellen Umdrehungen tritt all die Unberechenbarkeit und die Gefahr, die von Odile ausgeht, zutage. Diese signifikanten choreografischen Elemente, also die Arabesque und die Fouettés, tauchen auch in der Version, die hier beim Bayerischen Staatsballett getanzt wird, auf. Wei Bauer, der unsere Fassung kreierte, wurde 1930 in San Francisco geboren und ist spanischer Herkunft. Seine Karriere als Tänzer begann er in San Francisco, bevor er etwas später ans American Ballet Theater in New York wechselte. Sein klassisches Repertoire erweiterte er schließlich beim Stuttgarter Ballett, das zu dieser Zeit John Grenco leitete. Unter Grenco tanzte Bauer zahlreiche Hauptrollen, bis 1966 ein Unfall seine Tanzkarriere beendete. Deshalb konzentrierte er sich in den folgenden Jahren ganz und gar auf seine Choreografiearbeit. Die Deutsche Oper Berlin, das Madrider Ballet Nacional de España oder die Hamburgische Staatsoper gehörten in diesen Jahren zu seinen Arbeitsplätzen. In Hamburg arbeitete er ebenfalls als Ballettmeister und unter John Neumeier. In den 1990er Jahren wirkte Wei Bauer als freischaffender Choreograf und kreierte auch für das Bayerische Staatsballett einige Ballette. 1991 eine Neufassung von Don Quixote, 2001 von Raimonda und natürlich 1995 seine Version von Schwanensee. Wie es dazu kam, erzählt Wei Bauer selbst. Die Geschichte, wie ich überhaupt dazu kam, Schwanensee in München zu machen, ist interessant, denn ich war dafür gar nicht eingeplant. Ich habe mit John Neumeier oft gearbeitet und habe ihm mit einigen seiner besten Ballette geholfen. Aber er war es, der eigentlich dafür geplant war, mit seiner Version Illusion wie Schwanensee. John Neumeier war auch in München und wohnte im Hotel Vier Jahreszeiten, sehr eindrucksvoll. Und ich war in einem einfachen Hotel. Und er rief mich an und sagte, lass uns zum Mittagessen. Also bin ich in die Vier Jahreszeiten zum Mittagessen gegangen.
Und wir haben über die alten Zeiten geredet und dann hat er mich gefragt, warum ich hier sei. Ich habe geantwortet, ich habe gerade meinen Vertrag für Schwansee unterschrieben. Und er sagte, nein, ich bin hier. Ich werde Schwansee machen. Und ich meinte, nein, ich habe gerade meinen Vertrag unterschrieben. Und er war natürlich total überrascht. Aber ich denke, dass auch sein Schwansee ins Münchner Repertoire gehört, weil es ja um König Ludwig geht. Es ist ja, abgesehen vom zweiten Akt, ein sehr anderer Schwansee. Und es ist ein so wundervolles Ballett. Tja, und das ist die Geschichte, wie ich zu Schwansee in München kam. Seit April 2011 ist auch Joe Neumeyers Version von Schwansee, Illusionen wie Schwansee, Bestandteil unserer Kompanie hier am Bayerischen Staatsballett. Denn, wie Weibauer ganz richtig sagte, gehört es mit dem Bayernkönig Ludwig II. Als zentraler Figur einfach nach München. 2 Jahre nach seiner Version von Schwansee zog Weibauer ins spanische Marbella. Bauers Karriere erstreckte sich fast über das ganze letzte Jahrhundert, eine Epoche der Koexistenz von klassischem Ballett und Modern Dance. Die beiden Stilrichtungen mussten in dieser Zeit miteinander harmonieren und inspirierten sich in manchen Fällen sogar gegenseitig. Diese Situation beeinflusste natürlich auch Weibauer sehr. Sein Schwanensee ist sowohl modern, in der Interpretation Siegfrieds, als auch klassisch. Das Genie Iwanows muss und bleibt im zweiten Akt erhalten. Die Premiere von Bauers Schwanensee 1995 fand in München großen Anklang und bis heute wird die Produktion vom Publikum geliebt. Insgesamt wurde es 92 Mal aufgeführt und auf Gastspielen in Indien und Spanien gezeigt. Das Bayerische Staatsballett ist überdies die einzige Kompanie weltweit, die diese Version zeigt. Insgesamt 3 verschiedene Tänzerpaarungen bereiteten damals bei der Premierenserie das Paar Siegfried und Odette Odile vor. Bei der Premiere des 3. Paares passierte etwas Außergewöhnliches. Wolfgang Oberender, damals Dramaturg des Bayerischen Staatsballetts, erzählt uns diese Anekdote. Also, es gab ja 3 Premieren von Schwanensee und die Premiere des 3. Paares endete mit einer Groteske. Wes Chapman als Prinz Siegfried kam am Ende seines Todeskampfes genau an der Stelle zu liegen, an der ein schwarzer Vorhang niedergehen muss. Und um nicht guillotiniert zu werden, entschied sich der Prinz in letzter Sekunde zu einem Erwachen von den Toten und warf sich blitzschnell weiter nach hinten. Das sind Momente lebendigen Theaters, die man natürlich nicht vergisst. Dies war die 2. Folge der Podcast-Serie Schwanensee des Bayerischen Staatsballetts. Falls ihr noch mehr über den Inhalt und die Entstehungsgeschichte, die Musik oder die Vorbereitung einer Ballerina wissen wollt, hört in die anderen Folgen hinein. Sprecher waren Marie Schürmann und Severin Brunhuber. Interviewpartner waren Judith Turos, Weibauer und Wolfgang Oberender. Das gesamte Impressum kann auf der Website des Bayerischen Staatsballetts eingesehen werden.